Servus Leute und willkommen zurück bei der Shisha WG. Heute passend zu der Winterzeit ein kleines Video, meine Top 5 Sorten für den Winter, für die Weihnachtszeit. Also falls ihr euch noch spontan ein paar Tabaksorten für die etwas kältere Jahreszeit holen wollt, hier meine persönliche Top 5 Weihnachtssorten. Ja, und damit willkommen zurück. Wie gesagt, heute meine Top 5 Weihnachtssorten. Erstmal vorweg, ihr wisst ja, dass ich eigentlich nicht so gerne cremige Tabaksorten rauche. Also die meisten cremigen Tabaksorten sind einfach nichts für mich, was es auch relativ schwer für mich macht, ein Top 5 Weihnachtssorten Tabakvideo zu drehen. Ich habe trotzdem ein bisschen überlegt, habe mir 5 Sorten rausgesucht, die ich gerne oder besonders gerne in der Weihnachtszeit rauche. Vorweg noch kurz zu meinem Setup. Ich rauche die Honeysai Urban Exclusive Dragon and Tiger. Obendrauf die Stone Hookah Bowl Kalaut 1 Plus obendrauf. Und als Tabak läuft gerade der Fruit Ninja von Hookain. Mundstück ist übrigens das Viro Carbon Mundstück mit Forged Carbon in Black. Kommen wir direkt zu Platz Nummer 5. Das sind sozusagen direkt 2 Sorten. Und ich habe bei dieser Liste sehr nah mit meiner Freundin zusammengearbeitet, weil die raucht sehr gerne cremige Tabaksorten. Also habe ich ein bisschen ihre Expertise für cremige Tabaksorten mit in dieses Video reingenommen. Und auf Platz 5 ist eine ihrer absoluten Lieblingsmischungen. Das ist Bono von Holster mit Kaffayayo von Hookain. Also sozusagen Platz 5 und 6, aber gerade in dieser Mischung wirklich nice. Wie gesagt, ich rauche selten cremigen Tabak, aber die Mischung fand ich auch sehr, sehr nice. Gerade für die Weihnachtszeit. Bono soll Bueno sein und Kaffayayo ist ein Raffaello-Tabak, also Richtung Kokosnuss. Also Raffaello soll es, glaube ich, sein, aber ist es dann nicht wirklich. Auf jeden Fall ist es ein Kokosnuss-Tabak. Und die Kombination Bono mit Kaffayayo, sehr, sehr nice. Definitiv geil für die Weihnachtszeit. Und man hat auch noch so einen leichten, fruchtigen Kick von der Kokosnuss mit dabei. Platz Nummer 4, falls ihr mich noch seht, hinter den ganzen Rauchwolken. Platz Nummer 4 ist die Winter Edition. Ich bin zwar nie wirklich warm mit ihm geworden, mit diesem Tabak, aber meine Freundin raucht ihn auch sehr, sehr gerne. Sie meinte, das muss auf jeden Fall mit rein, wenn du eine Top 5 Wintertabaksorten-Video-Idee hast und das machst, dann muss Winter Edition da mit rein. Das heißt, Platz 4 kommt sozusagen eher von meiner Freundin. Ich hätte vielleicht Winter Edition nicht unbedingt mit reingenommen, aber sie hat schon recht, wenn man ein Top 5 Wintertabaksorten-Video macht, muss eigentlich die Winter Edition von Holster mit rein. Deswegen auf dem Platz Nummer 4 die Winter Edition. Auf Platz Nummer 3 haben wir aber wieder eine Sorte, die wirklich von mir kommt. Und zwar ist es der Alfacher Vanille, beziehungsweise White Pots, wie er richtig in Deutschland heißt. Aber im Grunde ist es der Alfacher Vanille. Einfach ein schöner, simpler, aber leckerer Vanilletabak, der bei mir in der Weihnachtszeit auf keinen Fall fehlen darf. Den kann man auch sehr, sehr gut mit den anderen Sorten, die auf dieser Liste sind, mischen. Deswegen der Vanille von Alfacher musste mit rein, beziehungsweise der White Pots, wie er richtig in Deutschland heißt. Platz Nummer 2. Eine sehr neue Tabaksorte, die sehr überraschend war. Eigentlich gar nicht eine cremige Tabaksorte, passt aber für mich trotzdem sehr, sehr gut in die Weihnachtszeit. Und zwar ist es der Plum, also der Pflaume von Aquamenta. Eine neue Tabaksorte, die mich am Anfang hart verwirrt hat, weil wie soll man einen Pflaume-Tabak wirklich gut beschreiben? Ist sehr, sehr verrückt, aber ist auch ein sehr, sehr guter Flavor. Und ich finde irgendwie, der Geschmack von Pflaume passt sehr, sehr gut in die Weihnachtszeit. Es ist ein eher herzhafter Geschmack, wenn auch gar nicht cremig, trotzdem so ein bisschen in die herzhafte Zeit. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Für mich passt Pflaume irgendwie gut zur Weihnachtszeit. Und den noch mit einem Schuss Alfacher Vanille, dann wird es richtig weihnachtlich. Und deswegen der Pflaume auf Platz 2. Platz Nummer 1 und unsere letzte Sorte auf der Liste, logischerweise, der White Cake von Hookain. Ein Tabak, der eigentlich irgendwie nach einer Mischung aus Karamell, Popcorn und Vanille oder sowas schmecken soll. Für mich ist es eher eine Art Karamelltabak mit so einem Hauch Zitrone. Aber es ist schon auf jeden Fall ein cremiger Tabak, aber für cremigen Tabak nicht besonders cremig. Ich hoffe, das macht Sinn. Die Leute, die den auch probiert haben, die werden wissen, was ich meine. Aber ihr wisst das, Leute, ich rauche nicht viele cremige Tabaksorten, aber der White Cake schon seit langer, langer Zeit konstant trotzdem in meiner Top 10 an Tabaksorten und deswegen auch ein absolut verdienter Platz 1 für meine Top 5 Wintertabaksorten, beziehungsweise Top 5 oder 6. Naja.
Das soll schon mit dem kurzen, knappen Video gewesen sein. Lasst mich gerne in den Kommentaren eure Top 5 Wintertabaksorten wissen. Habt ihr eine komplett andere? Seid ihr bei ein paar Sorten auf jeden Fall bei mir? Lasst mich unten in den Kommentaren wissen. Und wenn ihr schon auf dem Weg nach unten seid, lasst sehr, sehr gerne noch einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Würde ich mich auf jeden Fall riesig drüber freuen. Ansonsten wünsche ich euch eine wunderschöne Weihnachtszeit. Falls ihr Weihnachten feiert, dann ein frohes Fest. Falls ihr Weihnachten nicht feiert, wünsche ich euch einfach eine schöne Zeit an den Feiertagen mit eurer Family und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha-WG.